Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flaming Barbecue. Heute machen wir mal ein schönes Hähnchen mit Curry-Mango-Marinade. Und was wir dazu brauchen, seht ihr gleich. Als Zutaten habe ich hier unser Hähnchen. Das ist ein Polarhähnchen. Das heißt, es ist so 50% mit Mais gefüttert worden. Wir brauchen eine Mango, wir brauchen eine Gewürzmischung. In dem Fall habe ich hier Curry Thai. Ich habe hier, das sind 4 Teelöffel voll. Ich habe hier 4 Esslöffel Olivenöl. Wir brauchen einen Spritzer Zitrone. Wir brauchen eine Schüssel, wo wir die Marinade dann zusammenrühren. Wir brauchen Silikonpinsel, einen Schneebesen, wo wir etwas, wo wir mit mixen können, und ein Messer und ein Brett. Jetzt werde ich die Marinade erstmal vorbereiten und dazu muss ich erstmal die Mango aufschneiden. Wir wollen ja das schöne Fruchtfleisch haben. So, das Fruchtfleisch werden wir jetzt klein schneiden und werden wir das noch durchmixen. Ja, dann werden wir das Fruchtfleisch in den Mixer tun. Ich hoffe, geht rein. Na, komm hier. So, das reicht erstmal. Dann haben wir durch die schöne Paste. Man sollte auch mal hingucken, was man macht. Dann nehmen wir den Rest noch. Die Zusätze können wir jetzt miteinander vermengen. Ich habe hier das Mango-Püree. Da können wir schon mal die Curry-Gewürzmischung reinmachen. Und das Olivenöl. Und dann werden wir das erstmal schön durchmischen. Das ist eine schöne Marinade ergibt. Und dann kommt noch ein kleiner Schuss Zitrone hinzu. Gar nicht viel. Das reicht schon. Und dann können wir schon unser Hähnchen marinieren. Jetzt werde ich von vorne her versuchen, die Haut von der Brust zu lösen, dass wir da schön Marinade einfügen können. Man muss da ein bisschen vorsichtig das machen, aber es geht relativ gut. Gucken, wie weit wir kommen. Ja. Und dann kann man da schon schön was von der Marinade schon mal reinmachen. Schön verteilen innen. Dann machen wir
Ja, es ist hier schön noch was rein. Und dann kommt außen noch schön was dran. Wenn wir das schön einmariniert haben, geht das circa noch mal für 2 Stunden in den Kühlschrank, dass sich das alles ein bisschen schön ins Fleisch zieht. Und dann werden wir hier oben noch schön marinieren. Und wie gesagt, dann kommt sie noch mal schön in den Kühlschrank. Und dann kann sie auf den Drehspieß. Den Rest, den man da noch über hat, den kann man nachher noch schön als Dip nehmen. Da ist vom Geschmack her sehr angenehm. Es ist nicht extrem scharf oder so. Es ist richtig angenehm. Schön Curry-Geschmack, eine Süße, eine Säure drin. Das kommt richtig gut. So, fertig ist unser gutes Stück. Und jetzt geht's ab in den Kühlschrank. Unser Hähnchen hat jetzt ausgeschlafen. Und jetzt werden wir es spießen. Den Grill habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad. Bisschen drüber ist man noch, aber rede ich noch ein. Jetzt werden wir erstmal das Hähnchen spießen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir denke. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und da werden wir die Füßchen und die Flügel noch ein bisschen binden, damit uns das nicht verbrennt bzw. aus der Rotation rausschlägt. Und dann kommt das alles auf den Grill. Mal gucken, wie wir das Gegengewicht einstellen müssen. Und dann schauen wir mal. So, schön auszerrt habe ich ihn. Läuft schön sauber. Das bringen wir ein. Und jetzt kann er schön drehen, schön vom Backburner weg, immer so die Drehrichtung nach vorne praktisch, damit das Fett, was vom Backburner gelöst wird, übers Fleisch läuft und nicht hinten einfach abtropft. Ich denke mal, das Hähnchen brauche ich so circa 70 bis 80 Minuten. Und dann gucken wir mal. Zum Setup nochmal. Ich habe den rechten Brenner auf kleinste Stufe, den linken Brenner auf kleinste Stufe und den Backburner auch auf kleinste Stufe. Das sollte erstmal reichen. Ich gucke nach 10 Minuten nochmal, wie die Temperatur steht. Werde nochmal nachregulieren. Aber ich denke mal, das ist ausreichend. Gegebenenfalls werde ich den Backburner zwischendurch mal ausmachen. Nach gut 18 Minuten
sieht unser Hähnchen jetzt so aus. Es ist jetzt fertig. Und ich nehme es runter und dann werden wir mal probieren. Jetzt werden wir mal vom Spieß runternehmen. Es ist alles sau heiß, deswegen habe ich die dicken Handschuhe an. Riechen tut es fantastisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Das will gar nicht raus. Löst sich schön aus. Und jetzt werden wir das mal probieren. Oh, heiß. Jetzt werden wir mal kosten, wie es geworden ist. Ich hoffe, es ist ein bisschen kühler jetzt. Ja, man könnte es schon anfassen, aber so richtig noch nicht. Trotzdem will ich mal einen Versuch wagen. Es fällt schon richtig auseinander. Es ist super lecker. Es ist butterweich. Auch die Curry, hörst du schon, kommt schön durch. Ist dezent, auf den Punkt, nicht irgendwie dominant oder so, richtig schön, harmoniert miteinander, wunderbar, muss ich echt sagen, eine ganz leckere Geschichte, kann ich nur empfehlen, ist richtig, richtig lecker. Wenn ihr Spaß an dem Video hattet, würde mich freuen über einen Kommentar. Hier bei den Daumen herum oder gar ein Abo, was mich sehr freuen würde. Ansonsten bis dahin, euer Roland von Flaming Barbecue. Ciao.